Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zirk des Sims War. Und ich hoffe auf der einen oder auch anderen Art und Weise familienadäquat. Oh ja, die Hoffnung, die hier immer mitschwingt. Und ich schätze mal, wir haben jetzt so heute so die letzte Anmoderation, wo ich das hier machen kann. Ihr wisst schon, was ich meine, oder nicht? Oder doch? Der eine weiß es schon, der andere noch nicht. Und zwar die Zooming auf das Bäuchlein. Ja, drittes Trimester, kurz vor der Entbindung. Ich schätze ja, wie gesagt, die Entbindung zwischen 18 bis 20 Uhr. Das ist heute zu schaffen. Ja. Die Frage ist natürlich, was sich da so stört. Wird sie jung oder Mädel? Gucken wir mal nach. Bald wissen wir mehr. Jetzt haben wir bald 18 Uhr. Das heißt, die heiße Phase beginnt. Wir kommen jetzt so langsam in die Phase hinein, wo man sagt, ja, es wird interessantos. So, sie macht sich tatsächlich nochmal ein Kaffee. Achso, wir haben sogar beides. Stimmt, wir haben Kaffee und Tee. Ist ja mal geil. In der Hochschwangerschaft will sie jetzt nochmal einen Kaffee reinziehen. Sie wird müde. Pass auf, weil sie müde wird und ich würde sagen, eher nicht unbedingt einen Kaffee trinken. Aber was sie machen kann, ist, sie könnte mal hier mal ein Nickerchen machen. Das kannst du auf jeden Fall machen. So, kommst du mal hier rüber, weil sie ist echt fertig. Er ist noch nicht wirklich fertig, das funktioniert, aber sie ist fertig. Sie braucht wirklich alle Kräfte. Lassen wir sie mal dösen. Und er könnte im Prinzip... Das war aber ein schnelles Dösen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie auf diesen Teil nicht so gut dösen kann. Gut, wartet mal. Dann machen wir hier nochmal ein Nickerchen. Geht's ins Bett? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, dann geht sie ins Bett, macht ein Nickerchen. Oh Gott, ey. Ja, machst du mal ein bisschen Entlastung für deinen Bauch. Jetzt weiß ich gar nicht, auf welcher Seite man als Frau liegen sollte. Es gibt so eine Regel in der Schwangerschaft, dass man entweder reparieren. Nee, das brauchst du nicht machen. Das kann dein Mann machen. Der Mann, der kann. Wo ist er? Achso, er repariert sogar schon. Warum geht denn jetzt auf einmal alles kaputt? Was jetzt die letzte Zeit kaputt ging, das Spülbecken, das Gerät hier, dann die Spülmaschine, das Gerätle da oben jetzt. Wieso? Das ist merkwürdig, warum da jetzt auf einmal alles kaputt geht. Ich verstehe es nicht. Das ist... So, jetzt kann er nochmal schnell den Joghurt essen oder sowas. Eine schnelle Mahlzeit. Obwohl, warte mal, wir haben so viel da drin im Kühlschrank. Dass er da was essen kann. Nimmst du hier mal ein Gericht raus? Was haben wir jetzt genommen? Weiß ich jetzt nicht. Irgendwas haben wir genommen. Einmal weg damit. Okay, dann werden wir gleich mal gucken. Sieht das Spaghetti aus oder sowas? Ja, sind Spaghetti. Lecker Spaghetti. So. Gleich haben wir 20 Uhr. Es könnte jeden Moment losgehen. Jetzt steigt die Spannung. Es könnte jeden Moment losgehen. Wie sieht's denn da aus? Eingeschlafen. Was haben wir denn hier für Parameter? Romantisches Deko sowieso. Was steht denn da? Entbindung in Fragezeichen. Jo. Gesagt habe ich irgendwas, ich schätze zwischen 18 bis 20 Uhr. Jetzt haben wir gleich 20 Uhr. Sie will zocken. Na toll, dass sie zocken will. Oh, der ganze Bauch bewegt sich schon. Schaut euch das mal an, wie es sich bewegt. So. Boah. Da tut sich was. Gucken wir uns das mal ganz genau an da, ja? Mann. Spannung steigt. Ach, Mann. Tja, das ist jetzt richtig aufregend. Yeah, es kann jeden Moment losgehen. Mann, wie sieht's denn bei den jungen Herren aus? Was macht er? Er trinkt einen Kaffee. Er ist ganz aufgeregt. Er trinkt auch schon Kaffee. Das ja mal bitte aufräumen. Und danach bitte leeren, dass ich hier nicht alle so rumstehen habe. Und das ja bitte dann auch mal aufräumen. Das ist alles fertig hier. So, okay. Gut, wie sieht's hier aus?
Ah, Mann. Also, wenn man auf was wartet, ist das ganz übel. Ne? Also, das kennt ihr bestimmt auch. Ne? Man wartet und wartet und wartet, es passiert nicht. Und dann guckt man kurz weg und dann. Oh, sie steht auf, 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 sie steht auf. Was ist los? Sie geht an den Computer. Und er geht schlafen, wa? Muss er auch. Er muss ja morgens zur Arbeit. Marcel Palm. Ich habe gerade erfahren, dass heute Abend Geisternacht in der Bar ist. Ja, toll. Ich glaube nicht, hier will keiner zu Geisterbar. Er ist direkterweise richtig aufschlafen. Joa. Tolle Nummer. Ja, Rücken tut weh, hä? Rücken tut weh. Weißt du, was du noch mal machen kannst? Vielleicht ein bisschen Meditation oder so? Ich weiß es nicht. Oder willst du dich auch noch mal schlafen legen? Pass auf, wir legen sie noch mal schlafen. Komm mal hier schlafen. Komm mal her. Dein Tag-Nacht-Rhythmus wird sowieso nachher komplett durcheinander gehen. Glaub mal. Das habe ich von vielen Eltern gehört, dass es eine Katastrophe ist. Man hat keinen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus mehr, weil die Babys das auch nicht haben. So, dann legst du dich mal lang. So, 22 Uhr. 23 Uhr. 0 Uhr. 1 Uhr. 2 Uhr. Also mit der, zwischen 18 und 20 Uhr lag ich sowas von daneben. Da habe ich sowas von daneben gelegen. Jetzt sehen wir mal, es ist 2:38 Uhr, sie wird wach. Es ist der Hammer. So, warte mal, es ist nachts, da kannst du so rumlaufen. Ubidaba, ja. Ubidaba dir auch. Oh Gott, guckt euch mal den Bauch an. Das ist ja. Alter Falter, ist das. Ist doch nicht mehr normal, oder? Ist doch nicht mehr normal, oder? Also, wenn ich ganz normal ran, ja. Also, ist jetzt nicht übertriebene Kameraeinstellung. Der ist so. Boah, in der Gesichtsausdruck. Die sieht fertig aus, die Frau. Oh, Alter, weiter. Das ist echt übel. Also, wer will da tauschen? Hier sieht sie gerade so richtig kokett und happy aus. Aber wenn man sich das so anguckt. Eieieiei. What no? What no? What no? What no? What no? Los. Was geht? So, sie hat Hunger. Lassen wir sie essen. Ist in Ordnung. Oh, sie hat wirklich Hunger. Oh, hat sie Hunger? Warum ist die Hygiene eigentlich so weit unten bei ihr? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Ja, das ist schon merkwürdig. Aber na gut, da muss sie dann wohl so durch. Das ist wohl so, wie es ist. So, da kommt der andere her. So, er müsste eigentlich bald zur Arbeit oder so ähnlich. Das heißt, er müsste sich umziehen halt. Er müsste sich umziehen. Outfits. Was haben wir denn? Outfits ändern. Er kriegt mal ein bisschen was Spießbürgerliches. Was haben wir da? Liebesgedichte anhören. Wow, sie erzählt Liebesgedichte. Ist ja mal Hammer. Na gut, sie ist ja die große Literarin. Hä? Ja, hä? Wie sieht denn sein Wachstatus aus? Eigentlich ganz gut. Kann man nicht meckern. Ja. Mein Gott, Walter. So, Essen ist eigentlich auch soweit in Ordnung bei ihm. Blase, naja, Hygiene. Das kann er eigentlich ein bisschen was machen. Dann geht er hier einmal auf Toilette. Toilette? Oh yeah. Wie sieht's denn da aus in Elternzeit? Naja, müssen wir mal gucken. So, Hände waschen, Zähne putzen. Ist jetzt nicht, ob er dann heute muss oder nicht muss zur Arbeit. Das werden wir dann noch sehen. Schwierige Frage. Wo ist die junge Dame geblieben? Da. Boah, ja. Bäuschlein, Bäuschlein. Wenn ich mit dem Mauszeiger rübergehe, dann sieht das noch dicker aus. Oh
Gott. Ja, das ist diese Umrandung, wisst ihr? Da, seht ihr, was ich meine? Ja? Boah. Ja, wie sieht's denn bei Ihren Bedürfnissen aus? Wie sieht's denn da aus? Hygieneblase, warte mal ab, bis die Blase, also das Baby drückt ja auch ein bisschen auf die Blase, habe ich mir sagen lassen. Lassen wir sie mal das verwenden, Hände waschen, Zähne putzen und er darf das Becken danach nochmal so. Das sieht ein bisschen siffig aus. Nicht gut. So, Blase geleert. Passt schon. Und dann einmal bitte hier mal das Waschbecken etwas hygienischer gestalten. Jo, was ist los mit Ihnen hier? Was ist da blau? Oh, Minzfrische, selbstsicher plus eins. Okay. Und das Becken läuft. So, dann kannst du das hier mal bitte säubern, das Becken. Und sie hier... Sie könnte vielleicht nochmal so eine Schwangerschaftsmeditation machen, um den Bauch ein bisschen zu entlasten. Hm? Wir versuchen jetzt so aktuell, es ihr so angenehm wie möglich zu gestalten, ne? Damit sie nicht so rumarbeiten muss oder sonstiges. Eklige Sanitäranlagen, 3 Stunden angeekelt. Ja, sehr schön. Super gelaufen. Ja, ach ey, der Pulli, habt ihr gesehen, wie der gerade hochgehangen hat? Ah ja. So, dann versucht sie sich da nochmal darauf zu konzentrieren, auf das Baby. Baby, komm, Baby, komm, Baby, komm. It's a baby time. Alter, ich bin mal gespannt, ob das noch zu dieser Aufnahme was wird mit dem Baby. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das werden wir dann sehen. Oder auch nicht. Naja, werden wir gleich. So, der junge Herr macht sauber. Das ist sehr schön. 4 Stunden, naja, nicht wahr. 3,5 Stunden hat er bis zur Arbeit. Ja, läuft, läuft, läuft. Er könnte ein bisschen tanzen. Damit er ein bisschen Spaß hat noch, bevor er zur Arbeit muss. Ne, junger Herr? Ja. Ne? Und sie ist wirklich kurz davor. Aber wie kurz, das ist die Frage. Es ist ja auch in Real Life so. Also es wird ja irgendwie immer so ein Zeitpunkt bestimmt. Dann und dann kommt der Baby. Er kann aber zu früh kommen. Aber auch erst viel, viel später. Hä? Und die Babys, die früher kommen, also zu früh kommen, die müssen nachgebacken werden. Habe ich mir sagen lassen. Die kommen dann in so ein Wärmedings da, so ein Behälter und da werden sie warm gebacken und die ganze Zeit überwacht, dass sie dann den gut geht, ja, und so weiter, ne? Mit den Frühchen halt, so eine Frühchenstation, ja? Und Babys, die zu spät kommen, die machen Mama immer neu Ärger. Und dann habe ich mir mal sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, Jungs sollen angeblich immer später kommen als Mädchen. Ja, ob das stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht zu dem Baby. Wenn es ein Junge wird, da kann man ja so, kann Papa richtig tolle Action mit ihm machen. Wenn es ein Mädchen wird, kann man tolle Klamotten holen. Oh, ist das klischeehaft. Oh, also macht man sich ja trotzdem so Gedanken. Ja, was können meine Mädchen anziehen? Was können meine Jungen anziehen? Was für Hobbys könnten die haben? Wie entwickeln die sich? Und wie gut werden die in der Schule? Oder... Weiß man nicht, ja? Das. Ja. Und beim Meditieren schweben. Okay, es könnte sie theoretischerweise aber anfangen zu schweben. Werden wir gleich sehen. Wenn sie dann schwebt, hat sie es dann natürlich noch leichter mit dem Bauch. Dann schwimmt sie sogar in Milch. Genau, sie ist so leicht. Sie schwimmt sogar in Milch. Schon wieder Sache mit der Hygiene. Ich schnauz nicht. Warum hat er immer so ein Problem mit der Hygiene hier? Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Dann lassen wir ihn hier nochmal eine schnelle Mahlzeit essen. Dann kriegt er hier nochmal einen Joghurt. Und anscheinend werden wir es echt nicht heute schaffen, dass sie entbindet. Das werden wir erst wohl morgen wirklich schaffen. Das ist echt der Hammer, dass wir es erst morgen schaffen. Deshalb euch in dem Sinne erstmal alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und in dem Sinne
Ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.